Marvin fragt, was hat es eigentlich mit der Kohlensäurerückgewinnung auf sich? Ich bin Timo und das ist eine Minute Bier. Zu einem guten Bier gehört erstmal, dass es spritzig ist. Dafür ist ganz entscheidend die Kohlensäure. Die Kohlensäure entsteht bei der Gärung durch die Hefe, die neben Alkohol CO2 bildet. CO2 bindet sich als Kohlensäure im Bier und sorgt dafür, dass das Bier diesen prickelnd frischen Geschmackseindruck hat. Die Menge an Kohlensäure, die wir nicht im Bier binden können, fangen wir eben über unsere Kohlensäurerückgewinnung auf und nutzen sie später bei unseren Brauprozessen für alles Mögliche. Wir nutzen sie zum Beispiel, um unsere Tanks vorzuspülen, damit das Bier nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt. Oder wir können sie nutzen, um Getränke wie Apfelschorle oder Tafelwasser aufzukarbonisieren, weil ja hier keine Hefe im Spiel ist. Auf die Art und Weise sind wir zu einem gewissen Teil unabhängig von externen Kohlensäurelieferungen. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.